So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr seid wunderbar bis dato durch die Woche gekommen. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Donnerstag und damit herzlich willkommen zu Ken und Ken Billiardär, Julian Bam und Knossi mit... Oh, ich habe ihren Namen vergessen, es tut mir leid. Letztes Mal, wo ich den Chat gefragt habe, hat er den Namen gewusst von der Frau. Ich weiß ihn jetzt leider nicht mehr, es tut mir leid, mein Gott, aber... Ihr Instagram könnt ihr mir ganz kurz in die Kommentare schreiben. Knapp 3 Minuten, liken, support, Skamort. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Kommt unglaublich gut an. Gwendo, aber sie heißt doch nicht Gwendo, oder? Ich habe irgendwas mit Selina, Celine, irgendwie sowas im Kopf, glaube ich. Gwendo ist vielleicht ihr Alias-Name oder sowas. Wie auch immer, ich muss es vorab ganz kurz einmal sagen. Falls ihr jetzt gerade hier Geräusche hört, die jetzt nicht von mir kommen oder von dem Video kommen, liegt es daran, dass ich da hinten... Ich hoffe, man konnte es irgendwie so ein bisschen sehen. 5 Igel habe. 5 Baby-Igel, die so 3-4 Wochen alt sind. Das Problem ist, die haben jetzt keine Mutter mehr oder sowas. Die sind quasi uns zugelaufen. Dann konnten wir nicht Nein sagen, haben die aufgenommen. Jetzt haben wir da so ein kleines Bettchen gemacht. Bisschen mit Laub und Zeitungen und so weiter. Bisschen Essen, Trinken und so. Und schauen, dass wir die relativ zeitnah dann an eine Igelstation oder ans Tierheim abgeben. Obwohl das Tierheim an der Stelle sagt, hey, behalte die lieber. Bringt die so durch den Winter und dann könnt ihr die aussetzen. Ich wollte es mal ganz kurz erwähnen, falls irgendwie Geräusche kommen, die ihr nicht zuordnen könnt. Das sind die Brüder da hinten. Billiardär, Abfahrt. Hey Ken. Hey Ken. Meine Frau ist mir fremdgegangen. Schließ endlich ab, Bro. Siehst du diese 11 von 10 da? Ja, aber wie soll ich sie ansprechen? Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Ganz kurz, gibt es ein Billiardär? Also gibt es das Wort Billiardär? Oder wie ist da die Staffelung? Millionär, Milliardär, kommt dann schon der Billiardär? Oder die Amis sagen ja Billionär, aber die meinen ja eigentlich den Milliardär. Da ist es ja auch irgendwie komplett verdreht bei denen. Aber ein Billiardär, theoretisch könnte es den geben, oder? Oder ist Billiardär so ein Fabelwort? Ich glaube nämlich nicht. Wir haben Millionär, Milliardär und dann kommt der Billiardär eigentlich, oder? Hier sieht man auf jeden Fall gut, dass die Maske bei Knossi ordentlich reingepudert hat. Ich habe mir auch das Behind the Scenes von diesem Video drehen gegeben, so unglaublich, wie viel Aufwand sich da gemacht wurde. Wir sind Billiardär, doch das Leben ist schwer. Als Billiardär will man immer mehr. Bro, Knossi passt in jede verdammte Rolle. Machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Alles aus Plastik. Ohne Witz, anscheinend ist es so ein bisschen aus dem Kontext geschnitten, so quasi diese Szene von Obama. Die Welt, wie sie uns gefällt, alles aus Plastik. Die mittlere Szene. Ich mach mal kurz ein bisschen weiter. So, anscheinend ist die irgendwie, hat er irgendwie was anderes gemacht, als wir jetzt gerade alle denken. Beruhigt euch, okay? Ich habe auch beim ersten Mal kurz gedacht, ich habe kurz echt hart geschluckt und hab mir gedacht, ey, hat er den Gruß jetzt wirklich so gemacht? Anscheinend doch nicht. Also ihr habt mir dann schon gesagt, hey, das ist irgendwie so ein bisschen aus dem Kontext geschnitten oder man sieht ja nicht das komplette Bild. Obama-Abi hat's nicht so gemeint. Dann krieg ich Lachkick. Schau mich an, superreich, krasser Tan auf der Haut, die perfekte Jawline, ich bin Alpha. Die perfekte Jawline, Bro. Ich habe auch gesehen, wo die beiden das aufgenommen haben. Ich habe mir aber nicht das ganze Video angeschaut. Im Prinzip ist es bei Julian, glaube ich, immer gleich. Also er geht in diese Isovox-Booth. Keine Booth, die jetzt wirklich steht, und sondern portabel ist einfach. Ich habe das schon mal erklärt. Ist eigentlich eine ganz, ganz coole Alternative für jeden, der jetzt nicht das ultra große Budget hat, der Raum aber trotzdem irgendwie nicht so gut ist zum Aufnehmen. Holt euch so eine portable Booth. Holt euch so eine Isovox. Also ich kenne nur die Marke Isovox, aber ich glaube, diese portablen Booths gibt es schon von mehreren Marken so. Dann habt ihr so eine Headbooth und dann geht es einigermaßen ganz gut. Julian Bam steigt da rein, nimmt die Spuren auf. Knossi steigt da rein, nimmt die Spuren auf, schickt es dann wahrscheinlich zu Vincent Lee. Schöne Grüße gehen raus, der mischt es dann und gut ist. So oder so hört sich das jedes Mal eigentlich nach einer echt guten und runden Produktion an, so. Im Privatjet nach Sylt, pack den Kaviar aus für dich und deine Blumen, nur Champagner. Ist Sylt wirklich so dekadent? Jedes Mal, wenn ich irgendwas über Sylt höre, sind es Rentner, die ihre letzten Tage schön am Strand quasi genießen wollen, in irgendwelchen Ferienwohnungen mit irgendwelchen dicken Karren vorm Haus oder sowas. Ist Sylt wirklich so dekadent? Und das müsste im Garten von Julian gedreht worden sein, oder? Eigener Zoo, guck mal hier, mit exotischen Tieren, höre nicht auf Kritik, weil das nah. Sehr gut, dass diese Szene hier nochmal aufgegriffen wird. Guck mal hier, mit exotischen Tieren, höre nicht auf Kritik. Ich weiß nicht, wie der Mann einfach noch frei rumläuft. Also ich weiß schon, warum er frei rumläuft, einfach weil er Geld hat und in unserer Gesellschaft es leider irgendwie so einen hohen Stellenwert hat, dass man mit Geld ordentlich viel machen kann, auch wenn man sich, wie hier zum Beispiel, wie das letzte Stück
Punkt, Punkt, Punkt benimmt und in einer Insta-Story oder auf Instagram einen Fußball gegen eine Schildkröte schießt. Der Name ist von keinem geringeren als, ne, dem Markus, der einfach irgendwie wieder voll auf Nase, wieder voll auf Stoff, keine Ahnung so, ganz nüchtern ist der Mann wahrscheinlich, glaube ich, nie, mit Vollspann gegen so eine Schildkröte geschossen hat. Dann die ganzen Medien sind hochgekocht, etc. pp. Zu Recht natürlich. Aber was hat's geändert? Wahrscheinlich gar nichts. Die Schildkröte ist wahrscheinlich immer noch in seinem Garten und er macht mit ihr, was er will, sagen wir mal so. Aber da kommen ja immer relativ wenig Konsequenzen auf den Mann zu, habe ich das Gefühl, einfach weil er unglaublich viel Geld hat. Keine Ahnung, warum so. Ich sag euch ehrlich meine Meinung dazu, weil viele auch irgendwie meine Meinung wollten, zumal ich mich auch zu dem Thema beim letzten Video nicht geäußert habe, weil ich die Szene auch nicht irgendwie richtig gesehen habe, leider. Meine Meinung, ganz ehrlich, niemand würde den Typ vermissen. Wirklich nicht. So hart es klingt, niemand würde diesen Typ vermissen. Ohne Witz. Auf Kritik, weil das Neid ist. Sie guckt uns an und sie sagt, ist das hier euer Ernst? Ist die toxische Art euch nicht peinlich? Diese toxische Art, diesen Begriff gibt es auch erst seit 2-3 Jahren, habe ich das Gefühl. Seit dieser Corona-Geschichte so, nachdem sich alles wieder normalisiert hat, war auf einmal jeder toxisch, habe ich das Gefühl. Alle arm können ja sparen, doch nicht für Stimmt, wenn du arm bist, spar einfach, mein Gott. Man lebt nur einmal, ja du weißt, wir sind Milliardär, doch das Leben ist schwer. Ohne Witz, Knossi kannst du wirklich in jede verdammte Rolle packen. Ich habe mir auch das Behind the Scenes von, ich glaube, dem zweiten Teil Songs aus der Bohne gegeben. Oder der Mann im Mond, mein Gott, das heißt nicht mal Songs aus der Bohne, Mann im Mond, tut mir leid, ich muss mich erst daran gewöhnen. Habe ich vorhin auch, glaube ich, schon mal falsch gesagt. Es tut mir leid, der Mann im Mond, meine ich natürlich Teil 2, glaube ich, wo Knossi dann das erste Mal vor die Kamera getreten ist. Habe ich mir auch das Behind the Scenes gegeben und ich habe mir gedacht, Bro, der Typ ist einfach der geborene Schauspieler so. Nicht mal so Schauspieler in dem Sinne für Filme so, sondern eher für so Talkshows, Moderationen, der kann das einfach. Kennt ihr so Leute, denen du ein Mikrofon in die Hand drücken kannst, die stellen sich vor eine Kamera und es ist einfach irgendwie unterhaltsam so. Das können nicht viele, aber Knossi ist so einer, der ist so anpassungsfähig. Ob man so seine Art jedes Mal mag, dieses Übertriebene und dieses extrem Energiegeladene ist eine andere Sache so. Aber wenn es dir auf den Sack geht, mein Gott, dann guck's halt nicht. Meine Yacht ist so groß wie das Haus, wo du wohnst. Ich skaliere bis zum Mond, alles Prada. WhatsApp-Gruppe, komm rein, die Gewinne sind hoch. Du sagst nein, 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 ich höre ja, ja. Die Kredit. Diese toxische Männlichkeit, mein Gott, die hören auch bei einem Nein ein Ja. Nichtsdestotrotz, jedes Mal, wenn du Knossi irgendwo reinpackst, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass der 110% in seiner Rolle gibt. Und selbst bei so einer relativ fremden Rolle kann man schon fast nennen, wie Ken jetzt zum Beispiel bei Barbie und Ken, dass du, wenn du da Knossi reinpackst, selbst da liefert er ab. Karte schwarz, alle Scheine lila, ja die Welt ist im Arsch, darauf scheiß ich. Sie guckt uns an und sie sagt, ist das hier euer Ernst, ist die toxische Art euch nicht peinlich? Nichtsdestotrotz reagieren wir hier auf Billiardär von Ken und Ken. Der Song ist ja irgendwie im Rahmen des Mann im Mond Projekts rausgekommen, im zweiten Teil. Und natürlich ist es alles Entertainment und natürlich lacht man und so weiter und so fort. Aber es werden immer wieder relativ kritische Themen angesprochen. Wie das Ding vorhin zum Beispiel mit Prinz Markus, wo jemand mal wirklich was tun sollte, der auch wirklich Einfluss hat. Aber ich glaube, so leicht ist es nicht, sonst hätte man den Bruder auf jeden Fall irgendwie schon mal hinter Gittern gebracht. Wahrscheinlich war er das auch mal so für ungefähr 2 Tage, dann Kaution, dann raus und gut ist. Aber auch hier, die Welt ist im Arsch, aber es interessiert uns nicht. Wir machen da trotzdem weiter so. Kann natürlich auf alles bezogen sein. Aber ich finde so diese unterschwellige Kritik jedes Mal in so Songs immer wieder schön. Alle arm können ja sparen, doch nicht. Hier auch wieder, alle arm können ja sparen, gerade in der Zeit, wo Preise in irdische Höhen schießen so, wo Familien, wo Rentner teilweise am Existenzminimum leben, so wo Rentner dann am Ende des Monats irgendwie teilweise im Müllton nach Pfand gucken müssen oder sowas oder wirklich nichts mehr zu essen haben, so kommt so eine Zeile halt irgendwie nochmal mit mehr Gewicht um die Ecke, wisst ihr, ich meine, alle Armen können ja sparen, so wenn das so einfach wäre. Ich bin beide, man lebt nur einmal, ja du weißt, wir sind Milliardär, doch das Leben ist schwer. Ups, nicht so nach Plan gelaufen, sag mal so, denke ich mal. Jetzt nimmt die Beine in die Hand und rennt.
Oh Mann, 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 Mann. Aber auch hier wieder so ein Bild, was eigentlich traurig ist. Muss man ehrlich so sagen, so gibt es heute wahrscheinlich oft genug so eine Situation, dass ne, irgendwas außerplanmäßig läuft oder sowas und dass man sich dann nicht einig wird und keine Ahnung, und der oftmals der Mann eben dann irgendwie das Weite sucht und 2, 3 Jahrzehnte Milch holen geht, wenn nicht sogar für immer so, und man ihn nie wieder sieht, ist eigentlich auch hier wieder ein relativ trauriges Bild mit einer bisschen tieferen Message so. Wir sind Milliardär, doch. Ey, cool, ohne Witz, checkt gerne den Song ab, Billiardär, ich glaube, es gibt Billiardär, ich bin mir relativ sicher. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, genießt, habt Spaß und bleibt gesund. Peace.